Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal ein kleines No-Buy-Update. Ich mache ja seit Februar, ungefähr seit 20. Februar, einen No-Buy-Versuch für 6 Monate, habe ich mir vorgenommen. Dazu gibt es auch ein Video, ich verlinke euch das am Ende nochmal, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Da habe ich die ganzen Regeln und so weiter erklärt, also um was es geht und was ich einhalten möchte und was so meine Randbedingungen sind. Und heute möchte ich euch ein kleines Resümee dazu geben, beziehungsweise ein Zwischenfazit. Soweit mal vorweg, es läuft ganz gut. Also ich habe bis jetzt, glaube ich, alles eingehalten. Ich habe hier auch mein Notizbuch, also ich habe immer ein bisschen mitgeschrieben, was ich gerne im Moment kaufen möchte. Also wenn ich irgendeinen Wunsch hätte, dass ich gern irgendeinen Gegenstand oder ein Kleidungsstück oder so kaufen möchte, dann habe ich das notiert, damit ich das dann auch weiß und dann in 6 Monaten oder jetzt nur mal in 4 Monaten schauen kann, okay, brauche ich das jetzt tatsächlich noch oder war das nur so ein kurzer Impuls und wäre eigentlich nur ein Spontankauf gewesen? Also daher schreibe ich mir das alles auf und ich sage euch heute mal kurz, was so die Schwierigkeiten waren und was mir leicht gefallen ist und wie sich das Ganze so entwickelt hat, ob irgendwie neue Gewohnheiten dazugekommen sind und so weiter. Beginnen wir mal mit meinen Wünschen. Der erste Wunsch, den ich notiert habe, sind Sportleggings, lange Sportleggings. Ich habe nämlich nur eine, aber ich brauche jetzt momentan auch keine, weil es jetzt immer schöner wird und dann so langsam kann ich auch kurze Sporthosen anziehen. Aber ich mache mehrmals die Woche Sport und wenn ich dann nur eine Sportleggings im Winter habe, dann ist das schon sehr wenig. Also da möchte ich mir tatsächlich immer noch eine kaufen, irgendwann aber erst im Herbst und da dann auf eine nachhaltige, gute Qualität achten. Dann einen Cardigan in Blau oder Beige habe ich mir notiert. Einen neutralen Cardigan hätte ich tatsächlich immer noch gern, weil ich habe derzeit einen einzigen Cardigan in dunkelgrün und sonst habe ich keinen und daher möchte ich gerne noch einen neutralen in einer helleren Farbe, vielleicht nicht blau, sondern eher beige. Plattform-Chucks, also diese Converse mit einer höheren Sohle, ich glaube, das muss nicht sein. Ich glaube, das sind normale, neutrale Chucks. Schlauer, ich habe welche und das reicht auch und wenn die kaputt sind und durch sind, dann ist es gut. Aber da wollte ich eben schwarze Chucks mit einer höheren Sohle haben und die auch die auch High Top sind und nicht Low. Ich habe nämlich nur niedrige. Ja, das muss tatsächlich nicht sein. Eine Stoffhose in schwarz oder beige, also so anzughosenmäßig, das möchte ich immer noch haben. Also das steht immer noch auf meiner Liste. Oldschool Vans, die möchte ich auch immer noch haben, denn ich hatte immer Vans und habe jetzt momentan aber keine und die möchte ich irgendwann nochmal gebraucht kaufen. Eine Haarspange, ich habe Haarspangen, damit habe ich gemeint, diese modernen Haarspangen, also diese schickeren, die so gold sind und weil sie halt gerade im Trend sind, aber eigentlich brauche ich es nicht. Und einen braunen Kajal. Nicht nur als Make-up für die Augen, sondern für Sommersprossen, weil ich gerade diesen Sommersprossen-Look sehr gern mag. Und ich habe es probiert, mit anderem Make-up das zu machen. Hat nicht funktioniert. Den hätte ich mir vermutlich, wenn ich keinen No-Buy-Versuch machen würde, schon gekauft. Das sind so die Dinge, die ich mir notiert habe. Ansonsten hatte ich keine speziellen Wünsche, die ich gern kaufen möchte. Und normalerweise arbeite ich ja regelmäßig in einem Secondhand-Shop. Da bin ich zurzeit nicht so oft, weil ich Haus baue. Und durch das Hausbauen habe ich nicht so viel Zeit. Und dadurch bin ich auch eigentlich nie in Secondhand-Shops. Und somit fällt es mir eigentlich auch leicht, keine Kleidung zu kaufen. Weil bei mir ist eigentlich der Schwerpunkt, der liegt auf der Kleidung. Weil ich einfach jeden Monat Kleidung gekauft habe. Und das ist nicht gut. Also das muss absolut nicht sein. Ich habe es einfach nur gekauft, weil es da war und vorhanden war. Und weil ich die Möglichkeiten hatte und ich mir dann immer dachte, ja, um 3 Euro kannst du das hier mitnehmen. Aber da kommen wir schon wieder in die Richtung Fast Fashion eigentlich. Es ist zwar Secondhand und dadurch besser, aber wenn man Secondhand so behandelt, dass man immer etwas kauft, weil man es möchte und weil es günstig ist, dann wird auch Secondhand zu so etwas wie Fast Fashion. Und das möchte ich doch ein bisschen vermeiden und meine Käufe ein bisschen mehr reflektieren und eher mehr darauf achten, was ich kaufe. Gut, so viel mal dazu, zu meinen Wünschen. Und was neu dazu gekommen ist, welche Gewohnheit, ist, dass ich sehr oft in der Bücherei bin, also in der Bibliothek. Ich habe einen Bibliotheksausweis gemacht, ich glaube
ungefähr wie der No-Buy-Versuch gestartet hat. Und dann war ich zum ersten Mal wieder in der Bibliothek seit Ewigkeiten. Also ich war in der Schulzeit das letzte Mal, glaube ich, in der Bibliothek und hatte auch nie einen Ausweis. Und jetzt bin ich da doch sehr regelmäßig. Also immer, wenn ich fertig bin mit einem Buch, so alle 3 Wochen ungefähr, bin ich wieder in der Bibliothek und leihe mir neue Bücher aus. Und ich mag es sehr, sehr gern. Es ist ein bisschen wie Thriften. Man entdeckt neue Dinge und leiht sich das aus. Und es ist recht nachhaltig oder sehr nachhaltig, nachhaltiger als neue Bücher zu kaufen. Und das finde ich schon ganz cool, ehrlich gesagt. Was ich übrigens auch aufschreiben hätte sollen, also welche Regel oder was ich definieren hätte sollen, ist die Regel, was ich mit geschenkten Dingen mache. Also meine Mama hat jetzt zum Beispiel ausgemistet und ganz viel sehr schönes Keramikgeschirr ausgemistet. Und sie wollte es wegwerfen. Und ich habe mir aber gedacht, für das unser Haus dann kann ich das ja brauchen und habe es genommen. Und das sind natürlich sehr viele Dinge, aber ich wollte nicht, dass sie es wegwirft. Und ich dachte mir, ausmisten kann ich es immer noch. Also da habe ich keine Regel festgelegt, das wäre vielleicht schlau gewesen. Aber ja, wenn ich entscheide das dann einfach impulsiv und ich kaufe mir nichts Neues, aber wenn ich was geschenkt bekomme, was sinnvoll ist und was ich brauchen kann, dann ist das okay, meiner Meinung nach. Genauso wie Dinge für das Haus. Also ich habe mir letztens Sicherheitsschuhe gekauft, weil wir ja Haus bauen. Und ja, das ist nicht nachhaltig, das weiß ich, aber ich möchte trotzdem in meinen anderen Lebensbereichen ein bisschen darauf achten, dass ich das so beibehalte. Und auch mit dem No-Buy, da geht es mir nicht nur um die Nachhaltigkeit, sondern eigentlich um den Minimalismus-Gedanken. Jedenfalls, was wollte ich sagen? Ich habe mir Sicherheitsschuhe gekauft. Sicherheitsschuhe brauche ich einfach und das zähle ich nicht dazu, weil alles, was fürs Haus ist, ist okay, meiner Meinung nach. Ich kann auch nicht jeden Ziegelstein zählen, das wäre nicht sinnvoll. Gut, und außerdem ist es gut für meine Gesundheit und Sicherheit, dass ich mir keinen Nagel in den Fuß ramme. Was habe ich daraus gelernt? Das Ganze wird eindeutig einfacher. Also am Anfang ist es mir wirklich sehr schwer gefallen, dass ich nichts kaufe und habe meine Gedanken sind sehr viel vor allem um Thrifting herumgeströmt und ich habe mir sehr viele Gedanken um Thriften gemacht und um Secondhand-Kleidung und ich war sogar einmal in einem Secondhand-Shop und habe aber nichts gekauft, sondern war einfach nur dort, um zu schauen und das war auch schön und ja, es muss auch nicht immer sein. Ich möchte auch nochmal probieren, Kleidung auszuborgen, das wäre auch ganz cool und mir fällt es auch irgendwie leichter auszumisten. Also bei meinem Kleiderschrank ausmisten habe ich ja über 40 Dinge aussortiert, obwohl ich mir nicht dachte, dass ich was zum Aussortieren hätte. Und jetzt fällt es mir viel leichter, passende Outfits zu finden. Also mir fällt es viel leichter, Kleidung aus meinem Kleiderschrank zu finden, die mir passt und die ich schön finde. Und weniger ist tatsächlich mehr in dem Fall. Also das habe ich auch daraus gelernt. Und wenn der ganze Kleiderschrank so sortiert und übersichtlich ist, dann ist das einfach ein richtig schönes Gefühl, finde ich. Und man findet schneller passende Outfits. Dann ist das Ganze auch geldsparend, denn ich habe sonst wirklich monatlich zumindest ein paar Euro für Kleidung ausgegeben. Ich glaube, das Niedrigste war in den letzten 12 Monaten oder 11 Monaten, seitdem ich meine Ausgaben genau dokumentiere, 6 Euro oder so, was ich für Kleidung in einem Monat ausgegeben habe. Aber es ging auch bis zu 200 Euro, was richtig viel ist. Ich meine, das waren dann schon eher Ausnahmen, aber so um die 40 Euro habe ich meistens ausgegeben für Kleidung. Also ich habe mir eigentlich monatlich zumindest ein neues Teil gekauft und das ist jetzt natürlich weggefallen. Ich hatte zwar eine Kooperation, wo ich Kleidung bekommen habe, aber das waren 3 Dinge, also beziehungsweise 2 Kleidungsstücke und 1 Accessoire, aber die dafür von super nachhaltiger Qualität und ja, damit bin ich vollkommen einverstanden und zufrieden und es ist ja auch beruflich und so habe ich keine richtigen Impulskäufe mehr, sondern überlege mir wirklich, brauche ich das und was brauche ich und warum brauche ich das und nicht, okay, das sieht cool aus, ich kaufe mir das mal. Das ist weggefallen und somit ist das Ganze auch geldsparend. Im ersten Monat habe ich mir ein Hemd nicht gekauft, sondern es war ausgemistet beim Secondhand-Laden, also sie wollten es aussortieren und ich habe es eigentlich für Christian mitgenommen
Dem hat es aber dann nicht gepasst. Dann wollte ich es wieder zurücktragen, aber dann habe ich es angezogen und mir hat es sehr gut gefallen und das ist eingezogen. Das hätte nicht sein müssen und ich glaube, mittlerweile würde ich es auch nicht mehr nehmen, aber da im ersten Monat war ich noch leicht anfällig für sowas. Im zweiten Monat habe ich eine Hose, ja genau, eine Hose, auch vom Secondhand-Shop, die ausgemistet wurde, habe ich eine Männerhose mitgenommen und die umgenäht für mich, also da ist auch ein Ding dazu gekommen. Ein Ding pro Monat, habe ich ja gesagt, ist okay, also eine Ausnahme pro Monat, dafür muss ich zwei Dinge ausmisten, aber das habe ich jeden Monat eigentlich gemacht, also das mache ich sowieso immer. Und es sind auch Samen, also so Saatgut dazu gekommen, aber das finde ich auch wieder okay, weil das ja eher Lebensmittel als Dinge sind, finde ich. Und ein Ding habe ich ersetzt, nämlich eine Haarspange. Da ist eine kaputt geworden von mir und die habe ich ersetzt. Und ersetzen ist ja okay. Und im dritten Monat habe ich, wie schon erwähnt, Stahlkappenschuhe, also Sicherheitsschuhe, dazu gekauft. Und ja, also das waren die drei Dinge, die dazugekommen sind. Das erste Monat hat am 20.02. gestartet und das dritte Monat endet am 20.05. Also das dritte Monat ist noch nicht vorbei, aber ich habe schon zwei gute Monate hinter mir und das hat echt erstaunlich gut funktioniert. Ich dachte nicht, dass das so einfach wird und ich bin auch positiv gestimmt, dass das Ganze auch in Zukunft noch gut weiterlaufen wird, also diese 6 Monate zumindest. Und dann bin ich gespannt, wie es nachher weitergeht. Und dadurch auch, dass wir Haus bauen und ich jetzt recht viel zu tun habe und nicht so viel Freizeit habe, geht das auch recht gut. Also ich habe nicht so viel Freizeit, dass ich jetzt irgendwie in einen Secondhand-Store gehen würde und mir Dinge kaufen möchte oder würde. Von daher ist das schon ganz gut und der Zeitpunkt passt auch gut. Also probiert das auch gern mal aus. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr sowas schon mal ausprobiert habt oder ob ihr prinzipiell sehr wenig Dinge kauft. Das würde mich auch sehr interessieren. Und das war es auch mit dem Update. Ich glaube, ich muss dieses Video fast nicht schneiden. Wie gut war das? Ich glaube, ich habe durchgesprochen. Das ist mir noch nie passiert. Aber ein, zwei Schnitte wird es wahrscheinlich trotzdem geben. Jedenfalls, danke fürs Zuschauen. Gebt sehr gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und hinterlasst auch einen Kommentar oder auch ein Abo, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.